Wir gucken nach Bad Aibling. Dort soll am Sonntag mit einem ökumenischen Trauergottesdienst der Opfer des schweren Zugunglücks gedacht werden. 10 Menschen sind ja dabei am Dienstag ums Leben gekommen. Durch die Wucht des Aufpralls haben sich die beiden Regionalzüge so sehr verkeilt, dass die Aufräumarbeiten und die Bergung der Trümmer nur langsam vorankommen. Beobachtet von unserem Reporter Alexander Puhl, der weiter für uns in Bad Aibling ist. Alexander, wie weit sind denn die Einsatzkräfte und Helfer inzwischen schon? Nun, die Bergungsarbeiten sind relativ weit fortgeschritten, wie man von meiner Position aus sehr gut sehen kann. An beiden Seiten der Unglückszüge hat man es also geschafft, die Waggons abzutransportieren. Und die werden jetzt in Bahnhöfe gebracht, um dort weiter untersucht zu werden. Der schwierigste Teil steht allerdings noch bevor. Und das ist die Trennung der beiden sehr stark ineinander verkeilten Triebwägen. Das dauert sicherlich noch diesen Tag, wenn nicht noch einen Tag länger an. Wann die Bahnstrecke hier, das ist eine sehr wichtige Pendlerstrecke, wieder befahrbar sein wird, das können die Experten vor Ort überhaupt noch nicht abschätzen. Ja, die Retter und Experten, die Einsatzkraft, die fallen oft so ein bisschen auch runter bei der Berichterstattung. Ich habe aber gehört, dass das Aufräumen und auch das Bergen gar nicht so ungefährlich sein soll. Warum das? Ja, das ist in der Tat so. Wie man sehr gut sehen kann, die beiden Triebwegen sind eben sehr stark ineinander verkeilt. Und Experten haben uns erzählt, dass dabei eine sehr hohe Materialspannung entsteht. Und wenn man jetzt die Triebwegen auseinanderzieht und das sehr unvorsichtig tut, dann zerplatzen diese beiden Triebwegen in Einzelteile. Es fliegen Metallteile umher und diese umherfliegenden Metallteile könnten die Rettungskräfte treffen. Und deswegen ist es sehr gefährlich, hier zu arbeiten. Das ist also der schwierigste, aber auch der gefährlichste Teil der Bergungsarbeiten. Den Sie weiter für uns beobachten. Vielen Dank dafür, Alexander, nach Bayern.